Scheint, als hätte sich Prinz Alexander schon für seine Berufswahl entschieden. Der älteste Sohn von Prinzessin Sophia von Schweden will allem Anschein nach Rennfahrer werden. Zusammen mit seinem kleinen Bruder Prinz Gabriel begleitet er Papa Prinz Carl Philipp auf die Rennstrecke ins schwedische Karlskoga. Für Mini-Prinz Julian, der vor wenigen Tagen erst getauft wurde, wäre dieses Ereignis aber doch noch etwas zu nervenaufreibend. Von der Tribüne aus dürfen Alexander und Gabriel zusehen, wie der weiße Porsche von Papa seine Runden dreht. In einem schicken weißen ledernen Rennfahreranzug und blauem Helm geht Prinz Carl Philipp glatt als echter Rennfahrer durch. Auch seine beiden Jungs kommen nicht zu kurz und dürfen ebenfalls ans Steuer und in das Luxusgefährt klettern. Mit Basecap und Skaterlook sind sie nicht nur die heimlichen Stars auf der Rennstrecke. Nein, sie machen sogar Papa das Lenkrad am Ende des Tages streitig. Mit dabei ist auch der weibliche Fanclub in Form von Prinzessin Sophias Schwester Lina, die mit ihrem ersten Kind schwanger ist, und Oma Marie. Na, wenn das nicht mal geballte Power an der Rennstrecke ist. Wer am Ende mehr Feuer unter dem Hintern hat, wird sich sicherlich in einigen Jahren zeigen, wenn Prinz Gabriel und Prinz Alexander dann auch endlich mit den Füßen das Gaspedal erreichen. Bis dahin müssen sie sich allerdings noch etwas gedulden.